Hallo Jäger, Carsten hier von Jagd Total. Heute widmen wir uns einem besonders wichtigen Thema für unser Allround-Jagdgewehr, der Auswahl der richtigen Munition. Die Wahl der Munition ist in der Jägerschaft oft ein heiß diskutiertes Thema, nicht nur in Bezug auf die Performance, sondern auch hinsichtlich der Minimierung von Wildbrettentwertung. In diesem Video werde ich euch sowohl theoretisch als auch praktisch die verschiedenen Optionen vorstellen und testen. Warum ist die richtige Munition so wichtig? Erstens Präzision. Ein entscheidender Faktor bei der Jagd ist die Treffgenauigkeit. Die Munition muss konsistente Schussbilder liefern, um sicherzustellen, dass das Wild weitgerecht erlegt wird. Zweitens Wildbrettentwertung. Ein gutes Jagdgeschoss sollte eine hohe Schockwirkung haben und gleichzeitig das Wildbrett so wenig wie möglich beschädigen. Drittens bleifrei versus bleihaltig. In einigen Bundesländern in Deutschland ist bleifreie Munition vorgeschrieben. Ein Blogbeitrag auf unserem Jagdtotal-Magazin gibt eine Übersicht, in welchen Bundesländern diese Vorschrift gilt. Viertens, Ballistik. Die Flugbahn und die Energie des Geschosses spielen eine große Rolle, besonders auf verschiedene Distanzen. Ich habe euch im letzten Video gebeten, eure Erfahrungen und Empfehlungen zur Munitionsauswahl zu teilen. Hier sind einige eurer Kommentare. Dominik Hager schreibt: Meiner Meinung nach würde ich die Lutz-Möller-Geschosse nehmen, die jetzt von GM Geschossmanufaktur weiter angeboten werden. Diese Geschosse haben eine hohe Mündungsgeschwindigkeit, was mir erlaubt, bis 250 Meter Fleck zu halten. Okay, 250 Meter erscheint mir ein bisschen viel, aber okay. Feuersmart schreibt: Ich verwende 308 Munition von Barnes TTSX 150 Grain und Fox Classic Hunter 150 Grain. Beide sind bleifrei und haben eine super Wirkung. Fürs Schießkino nehme ich S&B Full Metal Jacket 147 Grain. Typhoon schreibt: Ich habe alle meine Waffen auf die Fox Classic Hunter umgestellt. Für die 308 Winchester empfehle ich das 150 Grain Geschoss. Es ist präzise und hat eine hervorragende Wirkung. Ja, Stefan Gauss. Ich nutze das Hornady ECX 125 Grain. Es hat eine sehr gute Präzision und eine sehr geringe Wildbrettentwertung. Ja, ich habe eine Vorauswahl der Munition gemacht für mich selber. Das erste ist das Leader MJG SX, ein Messing-Jagdgeschoss mit Kunststoffspitze. 120 Grain sind 7,8 Gramm. Es hat eine Mündungsgeschwindigkeit von 950 Metern die Sekunde und eine Energie von 2800 Joule auf 100 Meter. Dann Hornady 150 Grain ECX, ein Geschoss mit Tombak-Legierung. 150 Grain, 9,7 Gramm. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt etwa 850 Meter die Sekunde. Und die Energie 2500 Joule auf 100 Meter. Als dritte Munition auch eine bleifreie Munition, PPU Z-Chrom. Es ist ein Geschoss mit einem Zinnkern, 170 Grain, entspricht etwa 11 Gramm. Auf 100 Meter hat es eine Geschwindigkeit von 783 Metern und eine Energie von 3345 Joule. Im nächsten Schritt teste ich die Munition auf dem Schießstand. Dabei achte ich besonders, welche Munition die das beste Schussbild liefert. Ein normales Maß für Präzision ist etwa ein Mohr, was etwa 2,9 cm auf 100 Meter entspricht. Und weil ich neben der Bockjagd auch mit dem Allround-Jagdgewehr auf Sauen gehen will, schieße ich auch direkt das Wärmebildgerät ein. Ja, und hier sind die Ergebnisse vom Schießen. Thank you.
Für die Bockjagd habe ich mich für das LIDA MJG SX entschieden. MJG steht für Messing-Jagdgeschoss, weil sie einerseits mit meinem Gewehr die beste Präzision bietet, andererseits das Gewicht von 120 Grain für die Bockjagd optimal ist. Für die Drückjagd werde ich dann wahrscheinlich auf ein schwereres Geschoss umsteigen. Ja, diese Patrone hat eine GEE von 191 Metern und somit eine nutzbare Reichweite von 219 Metern, 4 cm Tiefschuss dann. So ist es auf der Packung angegeben. Natürlich werde ich auch noch die genaue Geschwindigkeit hier aus meinem Gewehr messen, um das perfekt zu ermitteln und um mein Gewehr optimal einzuschießen. Auch wenn ich nicht plane, mit diesem Gewehr unbedingt weit zu schießen, kann es immer sein, dass ich dann doch mal jagdlich irgendwo unterwegs bin, wo ich weiterschießen muss oder möchte. Und dafür möchte ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Das bedeutet, ich werde die Geschwindigkeit messen und die theoretischen Daten in meine App übernehmen. Zudem werde ich einen Schießtest auf 300 Meter machen und darüber dann auch noch ein Video machen. Ja, ich möchte euch herzlich dazu einladen, eure Erfahrung mit der Munition, die ihr verwendet, in den Kommentaren zu teilen. Welche verwendet ihr und warum seid ihr davon überzeugt? Eure Erfahrungen und Meinungen sind ungemein wertvoll und bereichern unsere Community. Jeder Kommentar trägt dazu bei, dass wir ein umfassenderes Bild von den verschiedenen Munitionen erhalten und hilft anderen Jägern, informierte Entscheidungen zu treffen. Und jetzt freut euch auf neue Jagderlebnisse, denn die Bockjagd zur Blattzeit steht an. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Episoden zu verpassen. Weidmann Zeil, wir sehen uns im nächsten Jagdvideo.